Das Flugblatt ist abscheulich. Aber es gibt auch andere Politiker, die in ihrer Jugend die ein oder andere Sünde gemacht haben. Die Erklärung des Ministerpräsidenten reicht nicht aus, denn die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger sind keine exklusive Angelegenheit zwischen CSU und Freien Wählern. Das ist eine schwache Entscheidung eines schwachen Ministerpräsidenten. Er will seine Koalition jetzt bis zum 8. Oktober, bis zum Wahltag durchretten. Es wird jetzt eine Hängepartie. Hubert Aiwanger hatte eigentlich schon viele Tage Zeit, alles zu klären. Aber wenn Söder konsequent handeln wollte oder würde, dann müsste er mindestens Hubert Aiwanger klar sagen, er muss sein Amt ruhen lassen, bis diese Fragen beantwortet sind. Wir sind aber zuversichtlich unterm Strich, dass der Hubert Aiwanger als Vorsitzender dazu beitragen wird, dass lückenlos aufgeklärt wird.